Grün oder weiß? Weiß. Warum? Weiß, weil es mir besser gefällt. Couch oder Party? Ganz selten im Jahr Party. Aber ansonsten größtenteils Couch. TV oder YouTube? YouTube, weil ich da einfach eher Sachen finde, die auf mich zugeschnitten sind und da besser aussuchen kann. Film oder Serie? Film. Hast du eine Filmempfehlung? Der unsichtbare Gast, das ist mir von einem Mitspieler empfohlen worden, ist ein Thriller und ja, kann ich empfehlen. Kino oder Netflix? Kino. Ich finde es immer was Besonderes, wenn man ins Kino geht. Dieses Ambiente, Popcorn, der Geruch von Popcorn. Ja, dieses, einfach dieses Ausgehen, das finde ich immer schön. Das hat was und das erinnert mich auch an meine Kindheit. Und von dem her Kino. Batman oder Spider-Man? Batman. Saison oder Urlaub? Saison. Allersee oder City? Ich bin eher der Naturliebhaber, von dem her sage ich Allersee. Und ganz klar Allersee. Berge oder Strand? Meer. Auslaufen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren, weil ich finde, dass du beim Fahrradfahren einfach größere Strecken hinter dich legst. Es ist spannender. Ich fahre selber gerne Fahrrad, von dem her Team Fahrrad. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Lieber 0:0 oder 4:4 spielen? 0:0, ich bin Torhüter, ich will immer zu 0 spielen. Linke oder rechte Ecke? Linke Ecke. 90. Minute Elfmeter halten oder Siegtor schießen? Ich halte lieber einen Elfmeter. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Samstag 15:30 oder Flutlichtspiel? Samstag 15:30. Warum? Ich weiß nicht, das gefällt mir hier in Deutschland gut. Ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Also 15:30 finde ich ist so ein richtiger Konferenztermin und erinnert mich auch daran, wie ich früher in Österreich immer die Konferenz gesehen habe und deshalb 15:30. Eistonne oder Sauna? Eistonne. Pasta oder Pizza? Pasta. Süß oder salzig? Ich esse schon gern Süßes, also da muss ich mich schon anstrengen, es nicht zu tun, aber einmal in der Woche gönne ich mir schon was Süßes. Gibt's irgendwas Besonderes, was du besonders gern magst? Ja, ich mag diese Mini-Dickmanns. Ja. Die mag ich wahnsinnig gern, also diese weißen, dann die dunklen und ja, das ist so eine Sünde von mir. Essen gehen oder kochen? Lieber schick machen und essen gehen, wobei das natürlich nicht so oft vorkommt wie zu Hause essen, da weiß man immer, was man bekommt, aber ich gehe schon gerne schick essen und teste gerne Restaurants. Gedanken lesen oder in die Zukunft schauen? Lieber Gedanken lesen, weil ich nicht wissen möchte, was mich in der Zukunft erwartet. Edwin van der Sar oder Oliver Kahn? Oliver Kahn, ganz klar, das ist so ein Held meiner Jugend. Ich habe immer seine Mentalität bewundert. Nebenbei war er natürlich noch ein unglaublicher Torhüter, aber diese Autorität, diese Ausstrahlung und die Mentalität, das hat mich einfach immer begeistert. Langer Abstoß oder schneller Abwurf? Schneller Abwurf. Buntes oder schwarzes Torwarttrikot? Schwarzes Torwarttrikot. Ich mag es, so schwarz ist immer so elegant für mich, genauso wie ein schwarzer Anzug, von dem her mag ich schwarz.
Pavao oder Pavo? Auf Pavao bin ich natürlich stolz. Mein vollständiger Vorname, aber Pavo ist, glaube ich, für viele einfacher. Date mit der Frau oder Fußballabend mit den Jungs? Date mit der Frau. Wien oder Wolfsburg? Wien ist schon eine wahnsinnig tolle Stadt. Also da kann man sehr, sehr viel unternehmen. Definitiv mehr als in Wolfsburg. Auf der anderen Seite ist Wolfsburg, sage ich jetzt mal, aus dem Grund gut, weil es sehr familienfreundlich ist und weil die Wege sehr kurz sind. Von dem her, ja, sehr schwer zu sagen, unentschieden.